Hallo, hier ist Tamian. Willkommen auf meinem Vlog. Heute ein Video, ein sonniges. Und zwar probiere ich diese Lebkuchenbowl von Makecake. Ich habe mir da mal geholt. Jetzt zeige ich euch mal alles. Das ist das Lebkuchenpulver. Das riecht auch. Da habe ich schon mal das Rezept soweit offen. Steht, was ich brauche. 100 ml heißes Wasser. Dann habe ich diesen Fruchtaufstrich, Aprikose. Ich glaube, das ist der. Den habe ich mir schön selber gekauft. Sagen wir noch heißes Wasser und zuckerfreie Schokoladendrops. Das müssten die dann sein. Schweineteuer das Zeug. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gekostet hat. Diese Mischung kosten irgendwie je 16, 17 Euro. Also richtig teuer. Und da ich ja keinen 30% Influencer-Code habe, musste ich dann nur mal in den sauren Apfel beißen. Marzipan habe ich auch noch, aber das kommt im nächsten Video. Und natürlich, boah, muss ich euch sagen. Die Marzipancreme, die ist mega geil. Mach die mal auf, ist ein bisschen doof mit einer Hand. Ich könnte mal meine Tochter fragen. Oh, da habe ich schon genascht. Ich mache mal gern so einen Löffel in meinen Quark rein abends. Sehr lecker. Und die weißen habe ich mir auch noch geholt. Gut. Also wir sollen erstmal den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Ich habe jetzt endlich mal die Küche sauber gemacht. Jetzt kann ich hier rumgehen. Ofen an, 180. Zack. Und... jawohl. Gut. Währenddessen brauchen wir 100 ml warmes Wasser. Das ist jetzt doof, weil ich hier Sachen noch reingelegt habe, dass ich das hinkriege. Aber wir wiegen das ja mit dem Thermomix ab, dann ist das gar kein Problem. So, das muss reichen. So, okay. Wir sollen jetzt erstmal 70 Gramm, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, ich zeige das immer, 70 Gramm Basismischung zusammen mit den 100 ml heißem Wasser in einem Gefäß anrühren. Ich mache das im Thermomix. Da habe ich gleich auch eine Waage integriert und das ist einfach angenehmer. So. Das ist übrigens diese tolle Schüssel, die ich mir extra geholt habe. Und keine Ahnung, so ein Löffel dazu. Ich weiß nicht, warum ich mir den geholt habe. Der wurde dann vorgeschlagen und ich Konsumopfer kaufen. Keine Ahnung. Naja, vielleicht kann man ein schönes Foto machen. Das ist auf jeden Fall die super tolle Spezialschüssel von denen. Ich bin gespannt. Okay, 80 Gramm. Wie kriege ich denn 80 Gramm? Da ist mein Löffel. So, jetzt haben wir schon mal 0 Gramm. Dann haben wir schon mal 10. 23. So dauert es ja ewig hier. 45. 60, 72, 74, genau 80. Okay, dazu dann die 100, machen wir so, dazu dann auf jeden Fall die 100 ml Wasser, heißes Wasser, naja, das passt schon, ist es heiß? Das ist warm, gut, heißes Wasser. Mal gucken, wie heiß wir das kriegen, was wir denn Wasser haben. Ja, das ist schon heiß. Drin baden möchte ich nicht so heiß, es ist also lasst es. Gut, 100 Gramm dazu und dann müssen wir das anrühren. Okay, ja gut, das kann ja der Thermomix alleine. Also auf 180 Gramm sollen wir jetzt kommen. So. Aus, Deckel an, Deckel zu. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, gut. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich soll jetzt die Hälfte davon hier reinschütten. Das sind 180 Gramm noch. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das genau hinkriegen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Boden. Und wir haben noch ein bisschen über 100 Gramm. Das heißt, einen Schluck können wir noch reinmachen. Man muss ja hier echt bei diesen riesigen Mengen sparen. So, wir sind immer noch über 100 Gramm. Ich bin echt mal gespannt, wie das dann nachher schmecken wird. Also, ich habe ja ganz früher mal 100. Ich habe ja ganz früher mal, als sie angefangen haben, für Makecake ein paar Probepakete bekommen. Auch Werbung dafür auf Instagram gemacht. Finde das eigentlich ganz gut. Und jetzt hauen wir den Kuchen erstmal in den Ofen rein. Beziehungsweise die super, die allerbeste Form. Und wie mache ich denn das jetzt am besten? Für 10, 15 Minuten. Okay, super. Mit einer Hand hier und das Ding ausbalancieren.
Ofen 180 Grad. Zack. So. Da ist sie dann, die allerbeste Backform. Wir sehen uns in 15 Minuten wieder, oder sagen wir mal besser 12 zur Sicherheit, und dann schauen wir mal, ob wir da die Marmelade drauf kriegen. Ja, Runde 1 ist fertig. Wir müssen den Ofen ja weiter heizen. Jetzt nehmen wir das mal auf. Da haben wir es. Das kann man, glaube ich, ein bisschen schnauern. Boah, das ist mit einer Hand echt bescheiden. So, schnell hier hinstellen. Und natürlich den Ofen zumachen. Gut, jetzt sollen wir 50 Gramm von dieser Aprikosenmarmelade drauf machen. Ich habe hier schon alles hingestellt, wie man sieht, denn ich muss mal gerade das Stativ abstellen. So, 50 Gramm Marmelade müssen wir schnell reinmachen, denn die Marmelade, nicht gut. Die Marmelade soll nämlich dann auf den Teig gestrichen werden. So, 50 Gramm. So, mal 13 Gramm. 24, 35, haben wir schon, nehmen wir nicht ganz, nehmen wir mal einen halben. Das schmeckt echt gut. Okay, die Marmelade sollen wir hier drauf verteilen. Okay, dann machen wir das. Ich frage mich, ob das ganz normale Marmelade ist oder ob das ein besonderes Rezept ist. Jetzt mal auf das Glas schauen. Was haben wir denn? Da sind die Nährwerte. Seht das? Gut. Das verteilen wir jetzt erstmal schön. Das geht natürlich nur mit dieser besonderen Schüssel. So. Vielleicht auch noch hier ein bisschen hin, dass man wirklich da alles abschließt, denn wir müssen den flüssigen Restteig gleich raufkippen und dann wieder in den Ofen tun. Und es soll natürlich alles passen. Es ist heiß, ja. Okay, gut. Also, blabla Fruchtaufstrich auf den Teig verteilen und die andere Hälfte des Teiges in die Schüssel geben. Gut. Da haben wir die andere Hälfte des Teiges nochmal schön durchrühren. Oh, ob das richtig hinhaut. Es vermischt sich schon. Ich bin echt mal gespannt. Für weiter 10-15 Minuten Backofen. So, das mache ich jetzt auf jeden Fall mit zwei Händen, denn es ist heiß und ich will nicht, dass alles verläuft. Dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So, Schokolade mit dem Thermi geschmolzen. Da soll der ruhig in Ruhe machen. Das ist jetzt die zweite Schicht auf jeden Fall. Ich zoome mal ran, ich will nicht zu nah ran gehen mit der Kamera. Wir sind auf jeden Fall da. War nicht hundertprozentig der Teig, das ist aber meine Schuld. Da ist ein bisschen was rausgelaufen. Konsistenz. Ja, puh. Jetzt schauen wir auf jeden Fall mal, dann die Schokolade gleich verteilen. Dann musst du es später noch abkühlen und das Allerbeste ist, da kann ich es probieren. Ja, Schokolade ist drauf. Man sieht, meine Tochter hat mir geholfen. Ganz professionell, nicht mehr für ein Foto geeignet. Ich hoffe aber, es schmeckt wenigstens nachher. Mhm. Kalorien des Ganzen übrigens sind hier. Moment. 374 Kalorien hat die Bowl. Eiweiß hat sie 22,5 Gramm. Ist auf jeden Fall in Ordnung und bin gespannt, wie es jetzt schmeckt. Aber wir müssen es abkühlen lassen. Ja, das lange Warten hat ein Ende. Ich habe jetzt gerade mein Training gemacht. Heute war ja nur Cardio dran und es ist fertig. Es schaut nicht schön aus, aber es ist fertig. Jetzt kommt natürlich der Moment, worauf man gewartet hat. Bin ich mal gespannt. Hier sieht man auf jeden Fall, wie es ausschaut. Und jetzt mal. Also die Teigmasse ist ein bisschen flüssig, nicht flüssig, schmeckt wie Lebkuchenherzen, nur nicht ausgetrocknet, also wirklich frisch und lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vom Geschmack her super.
Von den Kalorien sowieso, falls man Lust auf was Süßes hat, ist das perfekt. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem Biss in den Lebkuchen und wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.